So, jetzt machen wir mal die Lösung für für diese Aufgabe. Und zwar, ich fange hier in der Lösungstabelle mit einer leeren Tabelle. Und jetzt in der Aufgabe hieß es Nummer und dann habe ich also A-Punkt, NR-Punkt und dann 1 und das ist fortlaufend bis 16. Also, dann geben wir hier Nummer und dann habe ich hier A-Punkt, NR-Punkt 1. Jetzt, wie schon erwähnt, ich kann das jetzt runterzählen und bis 16. Und so habe ich meine Artikel. Was waren jetzt bei den Seifen? War es immer Typ 105, 110, dann 115? Also immer ab 105, immer in 5 Stufen gehen die hoch. Also, dann mache ich Artikel. Seife Typ 105. Seife Typ 110. Und kann dann das nach unten ziehen. So habe ich. Jetzt man merkt hier, die Zellen sind ein bisschen klein. Man kann hier die Spalte verbreitern oder per Doppelklick erhält man dann die optimale Breite. Auch hier bei der ersten Spalte. So, und zur letzten Spalte. Aufgabe ist die Anzahl. Ist es immer 10. Also Anzahl, dann brauche ich nur einmal 10 einzugeben und ziehe es runter. Okay, jetzt waren die auch alle zentriert, also das heißt, ich markiere die und hier ist zentrieren und die erste Zeile war fett. Also gehe ich hier und mache die erste Zeile fett. Und so habe ich, und hier kann auch wieder, wenn ich jetzt hier die optimale Breite haben will, einfach doppelklicken und so habe ich die optimale Breite. Ansonsten kann man auch eine beliebige Breite machen, indem man das zieht. Okay, und so sieht das jetzt ungefähr aus wie vorher.